Herzlich willkommen, Freunde, zu einem Update bzw. Zwischenfazit-Video. Und zwar geht es im Allgemeinen dessen um den Ablauf und ein, zwei organisatorische Dinge. Fange ich erstmal an. Bei mir in der Datenbank gibt es ein bisschen Chaos, warum auch immer. Und es gibt nur noch ein paar Level, die ich rauspicken konnte. Alles andere ist irgendwie durcheinander gekommen. Deswegen werde ich die Google-Dokumente nochmal updaten und die neueren Dinger, zum Beispiel von Atapono und Mick zum Beispiel. Bei Mick, das zweite Dokument von dir konnte ich jetzt, oder das letzte Dokument, was du eingesendet hast, von dir konnte ich jetzt überhaupt nicht rauslesen, weil das einfach komplett durcheinander war. Ich weiß nicht, was im Google Docs ist. Bei Mick zum Beispiel habe ich nur eine ID und so, bei Mick sag ich schon, bei Atapono habe ich nur eine ID, sonst gar nichts in der Liste. Und ja, ich habe gesagt, bevor ich dann mit diesem Google Docs noch weiter Probleme bekomme, schmeiß es runter, mach ein einziges Dokument, dann so wie früher auch ein Dokument mit einem Level einsenden und ja, zack, bumm, fertig, aus, machen wir die Kugel rund. So, ganz kurz, ich habe noch zwei Level von Brathering in der Hinterhand, ein Level von Wikipedia, damit du nicht durcheinander kommst, Mick. Das ist Bowser Rising Lava Fortress, was ich noch habe. Und ich habe von Atapono noch eine ID, aber keine Daten oder sonst irgendwas. Ich weiß nur, dass es von Atapono ist. Es ist das Level, wo in der Mitte DRR steht. Ja, kannst ja mal gucken von dem Kürzel. Also und wenn du noch ein Level oder wenn du da mehr als einen Titel hast, kannst du mir dann in einem neuen Dokument das einschicken. Ich werde das Dokument schnellstmöglich fertig machen. Entweder ist es jetzt schon in der Videobeschreibung zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt hier rauskommt, oder ein paar Stunden später. Ich muss gucken, wie und wann ich Zeit habe, das Dokument dann schnell anzufertigen. Aber ich denke, ich sollte schon da fertig haben. So, so viel dazu. Dann werde ich was an meinem Ablauf allgemein ändern. Mir ist aufgefallen, bei dem Google-Algorithmus, dass der mir tendenziell auf den Keks geht. So wie ich es davor schon von Zuschauern gesagt bekommen habe, ja, ihr Google reagiert nicht gerade freundlich auf Videos, die Leerlauf haben, also zu wenig Watchtime, und wenn die zu kurz sind, reagiert das auch blöd. Und sie haben ja letzten Endes recht, das ist ja, und ich merke jetzt einfach die Auswirkungen. Also ich hab schon ein paar Mal jetzt die Notiz bekommen, hier, ich habe mein Video gar nicht gesehen, ach doch, es ist da, warum wurde es mir nicht angezeigt? Ja, und heute hat sogar, es ist Mario mir dieses Kommentar hinterlassen, und er ist eigentlich, ja, also er gehört in Anführungszeichen eher zu den Stammis und, also zu den aktiven Stammis, die auch Kommentare schreiben und hier mitmachen. Und dass der das halt nicht angezeigt bekommt, ist halt schon schade. Und ja, ich habe so eine Bilanz, es ist schon gemerkt, dass Videos, die halt kürzer waren, also unter 10 Minuten, am Anfang weniger Aufrufe in den ersten Stunden generieren, als die Levels, die länger sind. Von daher werde ich was an dem Konzept ändern. Eventuell werde ich auch dann, auch wenn ich mir das eigentlich ein bisschen missfällt, aber werde ich dann zwei Level in ein Video packen, auch wie gesagt, wenn es mir missfällt, weil ich eigentlich ja jeden einzelnen so ein bisschen vorheben möchte, tun, wie auch immer. Aber wenn halt diejenigen, die dann eigentlich das Level eingesendet haben, dann erst gar nicht angezeigt bekommen, weil das Video zu kurz ist, ist das halt auch traurig. Ich muss mal gucken. Und noch was, es gab jetzt abgesehen von Mick, das ist jetzt mal was anderes mit seinem Rätsel-Level, das kreide ich jetzt überhaupt nicht an, ja, weil er allgemein ja sonst nie auffällig ist, aber ich habe jetzt so einige Leute, vor allem anonym, Levels einschicken lassen bekommen, die mir meinen, Levels aufbrummen zu müssen, die halt eine extrem niedrige Abschlussrate haben. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ab sofort, also wirklich es ernst nehme, dass Levels
die mehr als 20 Mal gespielt haben, gespielt wurden, mindestens eine Abschlussrate von 1,5% haben müssen, dass ich diese auch hier ins Video packe. Ich habe gesagt, ich habe nichts gegen schwere Levels, aber Levels, die auf einem hohen Niveau sind, ja, ich bin kein Pro-Gamer, ich bin, was dieses Spiel angeht, mehr auf der Casual-Seite. Und es macht mir in dem Punkt dann halt keinen Spaß, wenn ich dann wirklich zu Tode gefoltert werde durch den Schwierigkeitsgrad. Ja, jeden designe. Und deswegen, ja, das ist so meine kurze Zwischenbilanz. Für die Levelersteller, die Levels, die fehlen oder die ihr schon mir eingesendet habt und die jetzt nicht aufgelistet waren, ihr könnt sie nochmal neu einsenden im neuen Dokument. Das war's. Bis zum nächsten Mal.